Wir haben die Fische jetzt voll auf dem Futterplatz. Ich weiß nicht, wir haben jetzt heute früh schon den vierte, fünfte Fisch gefangen. Und ja, der erste bessere jetzt. Geile Spiegel, ich schätze mal, können knapp ein Fuffi sein. Und den lichten wir jetzt mal noch ab. Was da los wirklich ist, wenn nicht mal Kaffee trinken. Wir kommen einfach nicht dazu. Und ja. Ca. 5 Kilo, 30 mm der Baitmaster, großflächig verteilt. Hier lief das Ding modal ab. Einfach nur der Wahnsinn, was hier abläuft. Guckt es euch an. Oh. Wow. So, einfach verrückt, ey, was hier abgeht. Jetzt zeige ich euch noch mal in voller Ausmaße. Ich bin einfach nur sprachlos, ey. Was ein Teil. Der Plan geht voll auf. Einfach verrückt. Geil. Versuchen noch mal hochzunehmen. Oh. Geil. Mal gespannt, was da nächste 2 Wochen noch kommt. Ich bin noch 2 Wochen unterwegs. Ja, verrückt. Sprachlos, geil. So Leute, es ist einfach verrückt, was hier abgeht. Ich nenne es bloß noch die Muppet Show. Wir befinden uns in Frankreich, am 160 Hektar große Wackersee. Und ja, verrückt. Wir haben jetzt die nächste Bombe gefangen. Wir haben erst heute Mittag ein mega, mega geiles Spiegel gehabt, nur alte. Und jetzt sind wir nochmal so brett. Ich denke auch, wir wiegen gleich mal. Der hat bestimmt auch so um die 20, 22 Kilo. Einfach geil, ey. Die Muppet Show geht weiter. Jawohl. So, da ist er. Ich habe mich jetzt ein bisschen unterschätzt. Hat knapp 19 Kilo. Aber was ein geiler Fisch. Schön in der Abendstunde. Jetzt darf er wieder schwimmen. Jetzt gehen wir einen gemütlichen Teil über. Schön was essen und dann ablegen. Mal gucken, was die Nacht bringt. Jo. Boah, brutal. Ich bin gerade ein Fallbiskett. Ich habe jetzt gefühlt eine halbe Stunde mit dem rumgemacht. Und dann kam das Ding im Kraut gerade hoch. Einfach krass. Was ein Tuton. Verrückt. Guckt ihn euch an. Tigernuss. Mit 24er GLM. Voll abgefeuert. Was ein krasses Teil. Die wiegen wir jetzt gleich noch. Boah. Fett, ey. Oh, krass. Creme de la Creme. Gebt euch das Monster. Was ein Nagel. Brutal. Tuton auch noch. Was ein Brett. So, kleiner Traum wird wahr, ein Tuton und ein Faschzeiler. Einfach sprachlos, ey, das ist der Wahnsinn. Verrückt. Creme de la Creme. Geil.
mal, weiter geht's, Eskalation. Boah, verrückt. So, nächste. Da machen wir jetzt gar nicht lang rum, lassen wir gleich wieder schwimmen, den Gute. Okay. Absolut, was hier abgeht. Ich war gerade im Drill, habe mega, mega geile Spiegel gefangen. Wie 20 Kilo. Habe hier noch einen Sack. Und jo, Lena ist schon im Drill mit der nächsten Rute. Es geht echt Schlag auf Schlag. Zeig ich mal schön den hier. Sein Brett. Lasse die Fotosession beginnen. Hier ist der erste von den drei. Was ein Schubermonster. Gekämpft. Abartig. Tasty Tuna. 24 mm. Mit einem kleinen Poppy on top. Wahnsinn. Geil. Boah, die Arme brennen. Was ein Büffel. Krass. So, das ist die erste Maschine, was ich gerade in Kamerakalle habe. Und hier habe ich die zweite. Was ein Büffel. Krass. Over the moon. So, das war der letzte Frankreich-Tour, ist somit abgehakt. Ich denke, einen besseren Abschluss kann man sich nicht wünschen, mit solchen Fischen weiterzureisen. Wir werden jetzt die Heimreise antreten, werde umladen und dann geht es morgen früh ab nach Italien. Und dann schauen wir mal, was da noch passiert. Aber was hier schon gelaufen ist, ich denke, das ist nicht in Worte zu fassen. Oh, zieht euch mal rein. Krass. Riesen Dank geht raus an den Philipp und natürlich an meine Freundin, wo jetzt die Tour da mitgegangen ist. Auch hier Freundin Tanja. Einfach der Wahnsinn. Danke. Zweiter Tag in Italien. Wir hatten eine turbulente Anreise. Wir sind im Fernpass erstmal ewig in der Vollsperrung gestanden. Hatte dann auch sonntags gar nicht mehr gefischt, hatte dann nur noch gefüttert. Und ja, seit gestern sind die Ruder scharf. Wir haben jetzt, wie gesagt, den zweiten Tag. Und die ersten zwei Fische sind rausgelaufen. Der erste gleich ein geiler kleiner Beauty. Richtig schön von beiden Seiten. Ja, und hier der erste bessere Spiegler. Alle kurz hintereinander.
Jo. Geil. Gute Start. Noch eine ganze Woche vor uns. Da kommt auf jeden Fall noch was. Italien-Trip ist Geschichte. Es war ziemlich kurz. Wir hatten das uns eigentlich ganz anders vorgestellt. Waren jetzt aber trotz allem 3 Tage in Italien, haben unser Glück probiert. Hatte das Glück, dass wir 3 Fische gefangen haben. Ein besserer Spiegler, 2 kleine Schubis noch. Und ja, wir haben nochmal die Reise nach Frankreich angetreten. Sind nochmal fast 17 Stunden Auto gefahren. Sind nochmal an den See zurückgefahren, wo wir die letzten 2 Wochen waren. Und hatte das Glück, dass wir den Platz bekamen, wo wir schon hatten. Und ja, also ich weiß gar nicht, was ich sage. So, ich zeige es euch jetzt mal. Erste Morgen. Ein ewig langer Schubi. Wir haben ihn jetzt nicht gemessen. Ich schätze den jetzt mal auf 1,20 Meter. Ein absolutes Brett. Oh, über 20 Kilo. Verrückt. Krass. Geil. So, kurz danach. Eigentlich war es schon Doppellauf. Dieses Gerät raus. Ich zeig's euch. Auch wieder ein ganz uriger alter Spiegler. Richtig massiv. Auch weit über 20 Kilo. Boah. Was eine Bombe. Ja, und vorne im Kescher ist nochmal einer geparkt. Ich schätze, der hat um die gleiche Größe. Aber dazu mehr später. Geil. Wie gerade schon angekündigt, habe ich ja noch einen Kescher geparkt. Und dann zeige ich euch jetzt noch, ich habe jetzt hier noch der Spiegler noch von Ebe nach dem Schubi. Präsentiere ich euch auch noch mal kurz das Monsterteil. Ja, denn was wir hier noch in der Abpackmatte drin liegen haben, der hat noch eine Schippe mehr auf der Rippe. Oh, brutal. Verrückt. So, dann wie angekündigt, der geparkte im Kescher, auch nochmal ein brutal alter, markanter Spiegler. Zeige ich euch auch noch kurz. Oh, mir brennen die Arme. Oh, what the moon. Oh, was ein Klotz. Ich durfte den Fisch vor 1,5 Woche schon mal fangen. Einfach der Wahnsinn, aus dem riesen Stausee diesen Klotz 2-mal zu fangen. Das ist eine wahre Ehre. Ich bin einfach nur sprachlos. Die 3-wöchige Tour ist so gut wie am Ende. Ich habe jetzt noch 3 Nächte. Ja, es ist einfach unbeschreiblich in Worte zu fassen, was wir erleben durften. Die ersten 2 Wochen waren meine Freundin dabei. Die letzte Woche ist jetzt noch der Björn mit am Start. War mit in Italien. Ja, schauen wir mal, was da noch kommt. Wir werden jetzt nochmal die Route neu machen. Fische noch abfotografieren. Ja. Und dann zum gemütlichen Teil übergehen.
gerade eben haben wir noch geil unsere Fisch abgelichtet und ja, jetzt haben wir gerade noch was Geiles zum Essen gemacht, steht oben und wir sind halt mal dazu gekommen zum Essen und jetzt lief die Mutti ab. Was ein Biest. Die letzte Nacht und jetzt kommt das Ding zum Vorschein. Was ein Klopfer. Verrückt. Das ist einfach der Wahnsinn. Sprachlos. Never End Story geht mit einem Fisch zu Ende. Das ist nicht mehr Worte zu fassen. Geil. Und die Nacht fängt erst an. Wow. Sling, sling. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist, wir haben auf dieser Tour so viele Beauties gefangen. So dicke Fisch. Einfach der Wahnsinn. Jetzt zeige ich euch mal noch kurz die andere Seite. Alle Fische liefern auf Tasty Tuna jetzt. Ich werde euch nachher noch zeigen, wie wir da vorgehen. Futtermischung und auch unsere Rigs. Auf jeden Fall läuft es voll durch. Geil. Vor einer knappen Woche standen wir schon mal da mit einem mega Fisch, wo wir uns von dem See hier verabschiedet haben, wo die Reise weiterging nach Italien. Ja, eine Woche später stehen wir mit einem brachialen Spiegler wieder da. Die Tour ist zu Ende. Nun heißt es Go Home. Und es ist einfach der Knaller. Die drei Wochen gingen jetzt wie im Flug. Wir konnten so viel erleben. Und ein grandioser Abschluss. Ich denke, besser kann man Tour einfach nicht beenden. Eskalation hoch 10. Einfach der Wahnsinn. Was ein Büffel. Geil, jetzt darf er wieder schwimmen.